Selber. Videobeweis. Glaube ich nicht. Thank you.
gut, mit zur Arbeit. Ja. Muss die anderen arbeiten lassen. Komm, die haben genug Spieler. Die haben doch genug Spieler, die können auch Verluste vertragen. Ja. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Die beiden haben sich doch das irgendwie gegenseitig eure beiden sind so gegeneinander geprallt. Ja, irgendwie so, ja. Haben sich gegenseitig umgefahren. Können wir uns später angucken. Hast du gefilmt? Hab ich drauf, hab ich alles drauf. Hab ich alles drauf. Kannst du zoomen auch und so? Nee, ja, hinter. Wie das Blut, das ist schön spritzt. Die haben sich nachdem du durch warst, haben sie hinter dir, haben sie sich gegenseitig umgefahren. Ja, das waren die beiden roten Decks. Aber das waren sie gegenseitig, die zu zweit. Also, ja. Aber nicht so, die beiden roten sind gegenseitig. Ja, warum hast du die mit den Zehen gefangen? Ja, wollte ich eigentlich. Oder ja, nee. Drehe die Hand. Nee. Scheiße, ich hab kein Gitter. Doch. Du bist Sanitäter. Ja, Sanitäter, bloß. Wo ist denn die Tür? Jetzt rutscht nicht weg. Also, Eis, da kennst du eine Hand, ja. Kommt doch mal alle zusammen! Kommt alle zusammen! Und macht immer gleich den Torwart zusammen warm wieder. Der soll ein bisschen laufen hier. Wolle? Drehst du dich auch mal zum Geschehen? Mädels? Ich bin doch immer mein Schatz. Mädels, wir sind dran. 2-2. Ja, wenn die erste das sieht nicht schlecht aus für uns. Und wir haben die echt am Drücker. Ja, wir können da heute richtig was holen. Wir können da heute was machen. Wenn der eine oder andere Pass ein bisschen zügiger kommt, ein bisschen schneller nach vorne laufen, dann wird das was. Hauptsache mein Tor ist auf Kamera. Ja, ist auch. Direkt hinter dir. Ich war direkt hinter dir. Da hast du mal wieder nicht abgegeben. Da waren zwei Leute angeblich hinter mir, die zusammengefahren sind. Ja, aber ich schon wieder frei. Kannst du alles sehen. Ja, als wenn ich dich sehen könnte auf der Kamera. Ja, mich nicht. Aber ich hab so einen Adapter, dann kann ich ihn nochmal drehen. Wir müssen auf jeden Fall ruhiger spielen. Ja. Ruhiger spielen. Wenn wir merken, dass wir nicht angegriffen werden, wir sind hinten im Drittel und vorne ist keiner erstmal frei, dann lieber nochmal hinten rumspielen. Lieber nochmal einen Schritt zurückgehen und nochmal den Aufbau machen. Und zum Wechsel. Statt ne? zu zügig nach vorne. Genau. Wenn die Stürmer angreifen, in der Vorwärtsbewegung sind, wechseln die Verteidiger. Und wenn abgepfiffen ist, wechseln die Stürmer. Wenn die Verteidiger hinten den Punkt sicher halten, dann kommt ja einer nach dem anderen wechseln. Dann kommt er aber nie vom Wechsel. Oder guckt irgendwo sicher. Dann ändert das, Matthias. Wenn er sicher im Tor ist. Aber fahren wir doch gut. Hinten einfach hinter dem Tor passen, beim Mann suchen. Ja, und wie gerade eben, wenn wir die vorm Tor, wenn die da stehen, mit drei Mann weghauen, ja, dann hat irgendwann keiner mehr Bock da vorm Tor zu stehen bei uns. Das machen die bei uns ja auch. Und dann kassieren wir halt ein oder zwei Tore. Strafen. Ist egal. Könnt ihr ja auch konsequent rein. Aber wegräumen die uns vorm Tor. Konsequent sein. Torwart ein bisschen warm machen hier.
zu früh!
Dann. Oh!
zerstört. Öffnen, ja. Abgenommen. Sehr gut. Schade, Sven. Alles gut. Schade, Sven. Ich bin echt am Verhungern mit euch, ne? Ja. Dabei bin ich gar nicht dabei, ne? Ja. Aber von dir kommt die Tasse hinten raus. Ja, aber ich möchte auch mal einen haben. Ja, nein, stattdessen zu der Blindschleiche hier. Also ich habe viel besser. Blauer Hemd fällt mir auf als roter. Ach, scheiße. Viro, Viro, Viro. Nicht nachlassen uns. Und es ist richtig heiß. Felix steht ohne so ein bisschen in die Show. Was? Ja. Felix steht ohne so ein bisschen in die Show. Das fällt jetzt mega ab heute, ne? Alle Achtung. Wie, Andreas? Fresh Talk oder was? Bist du wieder soweit? Sag mal, wer war das letztens in der Kneipe eigentlich? Du meinst Bekannte hier von wie heißt er? Was? Ja, genau, ja, da. Weiß nicht, wer war das? Er hat gesagt, das ist eine Bekannte, aber er hat dir irgendwie Geld zugesteckt, als du mitgegangen ist. Ach, Anuschka meint ihr? Anuschka? Ja, da habe ich noch einen Huni. Hat sie den Blödsinn geholt? Da habe ich noch einen Huni geschnitten. Und was hast du dir halt lieb hier? Wenn du genug zahlst, ist es egal, wie du sie nennst. Andreas, soll ich mal ein Pulli machen?